gehen, nur um dich zu sehen. Denn ich gehöre allein zu dir, Berlin, Berlin. Was dir auch geschehen, Berlin, Berlin. Man sagt von dir, du bist die Luft, ganz große Stadt, die auch heute in dieser Zeit ein Herz noch hat. Schlaflos in Berlin heißt das Stück, das am 14. Januar im Bruckner Foyer des Renaissance-Theaters uraufgeführt wurde. Die Produktion von und mit Adelheid Klein-Eidam, Nadine Schori und Katharina Zapatka ist eine musikalische Reise durch Berlin und erzählt vom Leben am Theater sowie von drei Freundinnen, die auf Anweisung des Intendanten innerhalb von 24 Stunden ein Stück über unsere Hauptstadt auf die Bühne bringen sollen. Die sind alle an einem Theater. Die eine ist Gast, die anderen beiden sind fest engagiert. Und wir wollen, dass was erzählt wird, wie sich das anfühlt, an einem Theater fest zu sein, wie sich das anfühlt, wenn der Intendant plötzlich sagt, mach das jetzt bis morgen, was dann mit einem passiert und wie das überhaupt... Also ich fände es toll, wenn sich ein bisschen was darüber erzählt, wie sich das anfühlt, so dass das Leben als Schauspielerin, ja, am Theater. Ich habe ja dieses Stück auch selbst geschrieben. Was war so die Grundidee dahinter? Also Wild und Verrückt sind wir drauf gekommen, zwar ein bisschen beschwipst bei einem Agenturempfang. Du warst beschwipst. Ja, niemals. Da sind wir noch die letzten übrig gewesen und haben gesagt, ach, wir müssen das mal zusammen machen. Und dann haben wir ganz altmodisches Brainstorming gemacht und es kommt, glaube ich, auch im Stück einmal vor. Mach doch was Schönes über Berlin, das kommt immer an. Dachten wir, ach, was über Berlin, weil wir wohnen ja echt in dieser coolen Stadt, in die gleich jeder ziehen will. Also das ist ja Wahnsinn. Jeder will in Berlin leben, ob aus New York oder Paris oder Warne-Eickel. Und haben wir gedacht, aber so ein purer Abend über Berlin ist langweilig. Und dachten wir, nehmen wir doch einfach unsere Situation. Und das ist die der Schauspieler. Und dann daraus geworden ist dann eigentlich durch Improvisation eine Liebeserklärung an das Theater und an Berlin. Und das haben wir, glaube ich, auch alle drei so erfahren. Weil wir uns natürlich auch in die Materie vertieft haben und dann da und dort noch was gefunden haben und so. Wie habt ihr euch genau für diese Lieder entschieden? Manches haben wir mitgebracht, das sind alte Lieblingsstücke. Andere haben wir gefunden. Manche haben wir gefunden auf dem Weg und nie wieder gefunden. Wir suchen bis heute etwas. Und es gibt bestimmte Künstler, die natürlich prominent sind und bei denen sind wir dann auch immer wieder gelandet, zum Beispiel Tucholsky oder Kaleko, und uns hat fasziniert, dass die Inhalte teilweise, oder zum Beispiel auch der Emil, der Unanständige, das passt ja heute wie Arsch auf Eimer, würde ich sagen. Also lass mal nicht die Nase verpatzen, wegen Emil seiner unanständige Lust. Ich lass mal nicht das Fett aus die Oberschenkel kratzen, wegen Emil seiner unanständige Lust. Wie ich bin, hat der Emil schon immer gewusst. Tja, hätte mal eben nicht nehmen gemusst. Ich lasse keinen Doktorand an meiner Brust, wegen Emil seine unanständige Lust. Aus Liebe ans Messer, da lach ich nur. So ein Richtermann sagt, ich will Natur. Was seid ihr für Charaktere in diesem Stück? Komplett unterschiedlich. Ja. Also was bist du, Susilein? Susi Schmitz? Susi Schmitz, ist immer so, ist nicht so einfach, einen Charakter in drei Worten zu beschreiben oder so. Also jemand, der gerne Yoga macht und sich da das Mantra braucht, um zu überleben, in gewisser Weise, weil sich das jetzt dämlich anhört. Also ich hoffe, dass man merkt, dass es eine sensible Figur ist und der ganz wieder Harmonie und Nähe braucht und die bei ihren Freundinnen sucht. Also das ist so wichtig, finde ich, dass sie möchte nicht nach Hause gehen, sie möchte mit denen zusammenbleiben, weil sie sonst einsam ist. Und obwohl die sich viel streiten und auch bekriegen, brauchen sie sich auch ganz stark. Der nächste Charakter? Ich bin ja so ganz oberflächlich gesehen, bin ich der Ossi der Truppe. Eli Majakowski, Vater aus Russland. Und ich bin eigentlich
eigentlich genauso sensibel wie Susi, aber deckel das total. Also ich will das nicht zulassen. Ich will auch nicht, dass es einer sieht. Ich will meine weichen Seiten eigentlich verbergen. Und das Theater bedeutet mir sehr, sehr viel, weil ein Privatleben oder so ist bei mir jetzt nicht wirklich viel. Und naja, der Hang zur Flasche ist auch ziemlich groß. Also Alkohol ist einer meiner besten Freunde. Leider. Warum heißt das Ding Stalinallee? Mensch, Junge, verstehe. Und die Zeit ist passé. Hey! Der dritte Charakter ist Isabella Paula Blau, die einen Großvater hat, der Schauspieler war. Und dadurch ist sie, weil er sehr alt war, der Großvater, mit Theatergeschichten aus dem Berlin 14, 20, 30er Jahre groß geworden und kennt diese Magie von klein auf und konnte sich nie was anderes vorstellen. Dieser Titel hat mich gleich an Schlaflos in Seattle denken lassen, aber damit hat es ja nichts zu tun. Wie seid ihr auf diesen Titel gekommen? Das war wirklich eine Schnapsidee, obwohl sogar kein Schnaps im Spiel war, weil wir gesagt haben, was kann es spannend machen, dieser Countdown, die haben nur 24 Stunden Zeit. Das heißt, die müssen sich die Nacht um die Ohren schlafen, an Schlaf ist nicht zu denken und es geht um Berlin. Und dann war Schlaflos in Berlin und weil der so duftet, ist der Titel, haben wir gesagt, da kann uns Seattle, Tom Hanks und Seattle ist McRyan, toll, ist eine super Stadt. Berlin ist eine super Stadt. Der Film war toll, also es hat schon was damit zu tun. Also plötzlich kamen wir drauf. Und hat auch was von Nacht und Fieber und Zauber und Aufregung. Eigentlich war das ein Arbeitstitel, den wir uns dann genommen haben. Und der hat aber überall Anklang gefunden. Und dann haben wir gar nicht mehr die Notwendigkeit empfunden, den zu ändern. Haben gesagt, das ist jetzt schon so zu unserem geworden. Könnt ihr uns ein bisschen was vom Schluss erzählen? Also schafft ihr es im Stück, etwas auf die Beine zu stellen? Wenn wir das erzählen, kommen die dann noch? Mhm. Wir bringen mächtig viel auf die Beine. Ja. Hat man noch eben vielleicht. Also es ist so, dass wir, und ich glaube, das kann man schon verraten, im Laufe des Abends alle drei eine große Freude an dieser Aufgabe empfinden. Also wirklich Spaß daran haben und mit Lust und sehr viel gegenseitiger Freude, die wir uns auch beflügeln, da reingehen. Und dann kommt schon was. Aber wie es dann auf die Bühne kommt oder nicht, das, keine Ahnung, das wissen wir auch noch nicht so genau. Das Tolle ist ja eigentlich, dass man, also wir sind engagiert in der Geschichte an einem Theater und plötzlich stehen wir vor dieser Herausforderung, wir müssen selber was machen. Aber dadurch, dass wir das dann bewältigen und wirklich gemeinsam in einem Abend kriegen wir so viel Energie durch diese Autonomie, die man als Schauspieler ja selten hat. Also wir haben jetzt dieses Stück selber geschrieben und dürfen es hier aufhören. Das ist ein tolles Gefühl. Und wir haben es nicht geschrieben, wir haben es improvisierend entwickelt. Genau. Dann haben wir es rausgeschrieben und dann haben wir es zusammengeschrieben. Und das war viel, viel Arbeit. Das war viel Arbeit. Und sehr aufregend. Aber dadurch haben wir ganz viel, wissen wir ganz viel über die Figuren und die Geschichten, die jetzt hier nicht auf die Bühne kommen, aber die in uns dreien stecken, hoffentlich. Ja, und das Tolle eben, dass wir das hier auch machen dürfen, ist, weil das Haus natürlich auch so mutig ist und Uraufführungen zulässt. Und nicht nur auf der großen Bühne, also wie das Renaissance, der hat ja viele große Stücke hierher gebracht hat und hier zum ersten Mal aufgeführt wurden, also den Mut bewiesen hat, sondern das halt auch hier, das auch für uns kleine drei Schnecken, der Platz ist, um hier sowas zu machen. Oh Gott! Jetzt aber Geld! Jetzt mal wieder! Ich krieg dich! Sushi! Nee! Theater? Das zahlt meine Miete, was denn sonst? Nein, Scherz. Ach Quatsch, irgendwie. Naja, ich fühle mich im Theater zu Hause. Viel zu hausiger als in meiner Wohnung. Gott. Peinlich. Das dürfen Sie auch nicht weitererzählen, ja? Sonst wird mir ja gleich die Gage gekürzt. Theater zu spielen in Berlin, das macht ganz viel Freude. So viele Kollegen. Ganz viel Konkurrenz. Aber auch Anregung. Ich fahre mit dem Fahrrad um die Goldelse rum, schaue ganz hoch zu den glänzenden Flügeln und fühle mich inspiriert. Und habt ihr drei schon zusammengearbeitet? Bei einem anderen Stück oder war das das erste Mal und wie habt ihr diese Zeit empfunden? Das ist zum ersten Mal. Also wenn man jetzt diesen einen
Sektabend auslässt. Ja, ist es eher wir haben uns bei Casting schon unterstützt, mit viel Stimmt. Spaß. Ne? Ja, das ging gleich immer angeliebt, war sehr lustig. Genau. Adele hat immer gesagt, wir müssen was zusammen machen, wir müssen drei Engel spielen. Genau, die drei Engel zu haben. Ich habe mich dann nebeneinander und ich sagte, ey, drei Engel für Charlie, ja? Für Arme. Da waren die Engel aber auch geboren. Das war die genau. Idee. Engel. Aber die wollten nichts mit Engel. Ich wollte so gerne was sie über Engel. Sie wollte unbedingt. Dann machen wir was über Engel. Jetzt tauchen sie noch ein bisschen auf, die Engel. Ja, aber wir sagen auch nein. Genau. Nein! Zauberhaft ist das Stück Schlaflos in Berlin auch ohne Charlies Engel. Für die Vorstellung vom 25. Februar verlost TV Berlin einmal zwei Freikarten. Einfach eine Mail an gewinnspiel@tvb.de schicken und mit ein wenig Glück bald einen wunderschönen Theaterabend mit Musik, witzigen Texten und guter Laune genießen. Again.